Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Skyblock. Und ich mache das, was ich letzte Folge vergessen habe. Und habe eine Befehlsblocklore bekommen. Ja, nice. So, ich musste einfach tatsächlich nur hier rauf. Hier sind mal, lagen meine ganzen Items. Oder zwischen mal ein Teil meiner Items, zum Beispiel Holz. Bin ich mir sicher, dass ich noch was hatte? Sagte er und fand Holz. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt habe und was verloren ging. Offensichtlich ging die Spitzhacke verloren. Ich darf jetzt mit Hand abbauen, das heißt, wir bauen uns besser nicht. Denn das ist extrem nervig. So. Ich weiß auch nicht, was erfüllt sein muss, dass Endermanners bauen können übrigens. Habe ich noch Leitern? Ja. Dann mache ich das nämlich von oben und einige meiner Items sind tatsächlich ganz verschütt gegangen. Habe ich aber glaube gerade schon mal gesagt, ne? Ich krieg noch die Krise. Das mit den Hexen wird sowieso witzig. Also witzig im negativen Sinne. Ne, ihr versteht mich. Und das wollte ich auch nicht. Irgendwie läuft heute schon gar nichts. Ich glaube, ich sollte eine Aufnahmepause machen. Zack. Dann bauen wir uns mal darüber, damit wir den ganzen Tag Monsterkickerisch haben. Yay. Und hoffentlich keine Endermänner mehr. Und keine. Ach, wie heißen sie? Spinnen. Entschuldigung. Ich habe sogar irgendwo. Habe ich mir das denn eingebildet? Doch. Ich dachte gerade irgendwie. Wieso liegt mein Schwert überhaupt da? Irgendwie ist heute alles etwas seltsam. Ich wollte gerade sagen, ich dachte doch, ich habe Fackeln dabei. Und ich habe sie auch dabei. Ich war nur zu blöd, sie zu finden. Ist das nicht unheimlich spannend? Ich verbaue mich die ganze Zeit und baue hier irgendwelche Blöcke hin. Und baue eine Decke hin. Das langsam reicht es aber auch mit dem Verbauen, ne? Ich bin gerade fast wieder runtergefallen. Langsam wird der Witz aber alt. Ne? Hey, hallo? Ja gut, dann baue ich es halt von hier weiter. Ich meine, Spiel, du kannst mir es auch zeigen, dass du das willst. Kannst mir einfach sagen. Brauchst du nicht unbedingt immer zeigen. So richtig Spaß. Jetzt sammle ich auch die Leiter wieder ein und so kommt dann am Ende raus. Gut. Schau mal, dass wir nicht allzu überrannt werden von Monstern, während wir das hier bauen. Das wäre nämlich nicht so nice. So, und was auch immer der Block hier soll. Gut, ich habe mich versetzt, aber trotzdem. So langsam wird es dann nämlich ziemlich dunkel. Was heißt, dass dann die Monster irgendwann kommen können. Beziehungsweise zum Beispiel mal die Itemfarm als solche dann funktioniert. Ich muss gerade gleich nochmal nachschauen. Beziehungsweise ich mache das erst fertig. Ich wollte schauen, ob Mob Griefing auf False ist. Weil sonst fliegt mir hier alles gleich in die Luft. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja genau, komm, lass es Nacht werden und mich hier nicht fertig. Und ich habe hier noch einen Block mitten im Weg, wo ich 3 Jahre
2, 3 Jahre dauert, bis der abgebaut ist. Genau. So macht's doch richtig Spaß. Darf jetzt halt keinen Fehler mehr machen. Muss halt laufen wie mit Schnürchen. So. Ja, komm. Komm, hey. Sag jetzt nicht, dass das meine gesamten Steine waren. Dass ich jetzt wieder fahren muss. Nee, ich hätte es eiskalt mit Holz gemacht. Ich sag's euch. Ich hätte so keinen Bock, jetzt nochmal Steine zu fahren. Beziehungsweise auch die Decke hier halb aufzulassen. Ganz ehrlich. Bei den Monstern, so nervig wie die. Ja, jetzt komm, muss das sein. So nervig wie die sind, bin ich froh, wenn ich das erledigt habe, ganz ehrlich. So. Hey, habe ich auch friedlich? Bin gerade ein bisschen am Zweifeln. Das war eine sehr intelligente Idee. Ich mach zwei. Ich mach das jetzt so, damit es vielleicht, aber auch nur vielleicht, unten hingespült wird. So. Hey. Gerade fragen. So kann ich die da nicht hinsetzen? So, Moment, den kann ich ja noch aufheben. Und die zwei werden vielleicht unten hingespült. Ich schau gleich nach, ob ich auch friedlich bin. Ich möchte jetzt nur das kurz vorher machen. Und zack. Die Optionen. Nö. Spiel aus normal. Okay. Muss ich nicht verstehen, ne? Vorher haben die Monster keine Gelegenheit ausgelassen, mich zu nerven. Und jetzt offensichtlich doch. So. Macht's ein bisschen mehr Sinn. Der Fackelwald hier macht auch nicht wirklich Sinn. Aber gut, so ungefähr können wir es jetzt lassen. Das ist ein Item, dann da drin ist die Leiter. Ich meine, das ist auch egal. So, und dann springen wir jetzt da runter. Und da liegt mir gleich, aber hier hat es gleich wunderbar. So, dann können wir doch mal schauen, ob wir erstens das Ding haben, den Holzblock, den haben wir, nice. Und ob wir jetzt vielleicht Monster spawnen und sie tun's. Gut. Dann brauche ich was zu essen. Und wundere mich immer über die Befehlsblocklore. Aber gut. Ich sollte mal überprüfen, ob das am Tag auch funktioniert. Ich lege mich jetzt mal schlafen. Ob ich da. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich den äußeren Rand auch komplett zumachen. Ich habe jetzt immer Angst, dass ich da reinlaufe. So, Detlit. Dann räumen wir das auf, räumen wir das auf, räumen wir die Befehlsblocklore auf. Und dann schauen wir mal rein, ob sich was ergeben hat. Also noch funktioniert es halbwegs. Ah, stimmt. Ich habe ja noch nicht ganz zugemacht. Da war ja was. Suche gerade, die habe ich gesucht. Ich glaube, viel mehr als 10 Blöcke waren es nicht, ne?
Ich könnte das jetzt ganz einfach machen. Dazu bräuchte ich Wasser. Nee, wir lassen das mal so. Das passt schon. Die fallen ja runter und sterben sofort. Und für mich ist das Thema erledigt. Was wollte ich? Ich wollte vorher Game. Sehr schön. Denn ich möchte ja schließlich nicht, dass es hier die Free von mir meine gesamte Map sprengt. Verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso möchte ich das wohl nicht? Ich überlege gerade, ab welchem Lichtlevel spawnen Monster? Ab 6, glaube ich. Da wir aber für eine funktionierende Schallplattenfarm noch Kolben brauchen, für eine Monsterfarm nicht. Eine Monsterfarm haben wir ja. Und eine Levelfarm haben wir auch. Ich muss da nur noch Wasser hinmachen. Dann werden die da vorgespült und ich kann die alle schnetzeln. Gut. Vielleicht nicht so mit dem normalen Prinzip von einer Monsterfarm, aber hey, das ist ja egal. Würde ich jetzt zumindest sagen, ne? Springen wir mal hier noch kurz rein. Haben wir alles und dann geht es noch mal nach oben. Beziehungsweise wir holen zuerst mal was ab, falls es hier noch was abzuholen gibt. Und es gibt. Das sorgt jetzt übrigens auch dafür, dass wir vielleicht relativ schnell an eine Karotte und oder an eine Kartoffel kommen. Schätze ich, weiß ich nicht. Also normalerweise sollte. Jetzt ja deutlich einige Zombies hier spawnen. Ich sollte aber keine Fäden mehr erhalten. Ich habe jetzt 2. Wenn ich noch mehr bekomme, dann läuft schon wieder irgendwas falsch. Also ich habe mich irgendwo versetzt. Oder die Regelung gibt es tatsächlich bereits nicht mehr mit den Spielern. Oder ich habe es einfach falsch interpretiert. Oh, man braucht tatsächlich nur einige Blöcke, aber ich habe genug. Aus dem Fackelwald, der tatsächlich ziemlich dumm platziert ist, fällt mir gerade auf. Das wäre, glaube ich, intelligenter. Da. Ja, nee, die nehme ich mit. Denn ich möchte hier noch eine hinsetzen. Beziehungsweise hier eine. Doch, das passt schon. Und zack. Damit ich beim nächsten Mal eine Zone Platte habe. Und wir machen es ohne Platte. Und es hat funktioniert wunderbar. Oder ohne keine Platte, sondern ist eine. Wie heißt die offiziell? Falltür, glaube ich. So, und da ist die nächste Witch. Mit dem Steinfurz sind die echt kein Problem. Habe ich jetzt Zucker bekommen? Ja, wunderbar. Kann ich jetzt mich jetzt hier hinstellen mit meinem Inventar und abwarten, wie das Zeug hochzählt. Nice, finde ich gut. Von wo das Gegacker kommt, das wüsste ich auch kaum. Mit Trichtern wäre das natürlich sehr viel effizienter, allerdings kann ich die Schlagen im Fall nicht wirklich. An wen bringt es nicht? Ich kann nicht den letzten Schlag machen. Gut, für EP ist tatsächlich dumm. Allerdings. Das primäre Ziel hier ja Schallplatten irgendwann mal und nicht Erfahrungspunkte. Aber offensichtlich kann die da nicht hoch. Gut. Finde ich gut. Und ich sehe jetzt auch keine Spinnen mehr und ich bekomme auch keine Spinnen-Items. Das heißt, so ist so gut scheint meine Mob-Farm zu funktionieren. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich keine Spinnen haben will.
Weil wenn dann hier vorne die Creeper drin sind, würden Spinnen das nur so total verstopfen. Ein Skelett muss da rüber und schießt die Creeper ab. Hier. So. Und beziehungsweise schießt die Creeper ja nur ab, wenn es ein Spieler sieht, und ich stelle mich dann halt da drüben irgendwo hin. Da irgendwo. Ja. Ne? Und dann schießt das Skelett von da drüben hier durch, meint es trifft mich, aber in Wirklichkeit trifft es den Creeper. Gut, manchmal trifft es wahrscheinlich auch mich, aber ist dann egal. Und das geht's ja nicht hauptsächlich. So, jetzt haben wir einige nette Monster-Items. Allerdings hätten die Hexen durchaus einen Trank der Regeneration oder irgend sowas Nices droppen können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und muss ja nicht sein. Und wir haben witzigerweise von den Zombies auch nicht das bekommen, was wir gebraucht hätten. Da ich mich kenne, da ich wahrscheinlich bald wieder starb, packe ich mal so ein paar Dinge in Sicherheit. Insbesondere sowas. Oder sowas. Oder sowas. Ich weiß nicht, verrottetes Fleisch heben wir auch mal auf. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Skyblock.